Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed. Willkommen zurück. Unity. Ganz Ah ja, allein. sorry. Mein Gott, ich muss Unity sagen. Ich hab's verstanden. Also, ich meine, müssen ist relativ, aber. Glaubst du, die brauchen Fenster? Ich hoffe nicht. Mein Haus hat keine Fenster, das ich ihnen gebaut Das habe. ist denen scheißegal. Ich glaube, die brauchen nicht mal Häuser. Ja, aber Häuser kriegen sie trotzdem. Okay, jetzt habe ich ein. Warte mal, hält der das wirklich? Kann ich das Schwert mal kurz ziehen? Ah, okay, das ist ein Zweihänder, den hält man so. Gut zu wissen. Lol. Fähig beim Einkaufen, werde ich aus dem Einkaufen rausgeschmissen, weil die Quest beendet ist. So, naja. Könntest du vielleicht mal googeln, ob die Companion-Sachen unendlich sind? Das würde ich schon gerne wissen, eigentlich. Ob die da nach und nach immer mehr. Ja, also Ah, ob kann ich auch die nicht. Truhen von der Companion App und eben die Quests von der Companion App unendlich sind. Okay, lass mich erstmal in Sicherheit begeben, bitte. Ich kann auch mal in meinen Fortschrittsanzeige gucken und einfach mal schauen, ob die denn eine Kategorie bei Verschiedenes haben. Truhen, Artefakte, Kokarden, Sinkpunkte, Aussichtspunkte, Renovierungen. Da gibt es auf jeden Also ich Fall dachte, nichts für diese es Quests gäbe eine selber. begrenzte Menge an blauen Kisten und blauen Quests. Begleitermission, Dass man die Café von in Anfang an Notre wissen Dame, kann. mysteriöse Reisegeschichten, Gesellschaftsclubs, Missionen. Also da gibt es auf jeden Fall keine eigene Kategorie für denen, keinen DNA-Strang oder so. Bei den Truhen sind nur die normalen Ortstruhen. Da zählen, glaube ich, auch nicht dazu. Weil das sind simple Quests und so, würde ich mich jetzt nicht für unmöglich halten, dass die unendlich sind. Eine war stehle den einen Typen. Jetzt habe ich hier den Quest töte den einen Typen. Ach, WTF. Was? Das war damals so, dass die blauen Kisten jeder sehen konnte. Aber du musstest die App haben, damit du sie nach und nach öffnen kannst. Das heißt, du hast die ganze Zeit versucht, blaue Kisten zu öffnen. Es ging nicht, wenn du nicht wusstest, dass du die App brauchst. Wie gemein. In den blauen Kisten gibt es nur Geld.
aus wie auf die Saudi Marie. Nun, es scheint keiner die Frage beantworten zu wollen, wie viele das eigentlich sind. Ich finde es aber ein bisschen blöd. Also ich würde sagen, es ist bestimmt nur eine begrenzte Menge. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe keinen DNA-Strang, wo das drin steht, also... Ja, da stand auch bei dem einen Ding, wer 100% machen will, soll sich einen Scheiß drum kümmern. Die Dinger geben 250 bis 1000 Livre, sind also sowieso vollkommen unnötig. Und nimm mit, wenn du eine findest, und ignorier sie ansonsten. Zählt nicht zu 100%. Jetzt habe ich dich. Greif von hinten an, beschäftig ihn. Was macht man mit Rottenflash? Den Hunden geben? Ich glaube, ich brauche eine Armee-Runde. Ich sehe schon. Es wird mein Exit. Deine gegenrevolutionären Tage sind gezählt, du Hund! Nein, so nicht! So, das ist auch ein sehr brutaler Anstoß. Also du kannst nichts darüber finden, auch nicht über die Quests. Nein. Scheinbar war es so, dass du die Kisten immer schon sehen konntest, aber in der App musstest du quasi Sachen erledigen, damit du die dann in-game öffnen kannst. Sehr frustrierend. Ja, und was ist mit den Quests? Heißen die auch Nomad? Nomad? Wovon laberst du? Nomad sind doch diese Punkte. Okay, komisch. Begleitermission nennt sich das. Oh, warte mal. Begleitermission nennt es sich? Fortschrittsanzeige. Companion Mission. Oh, Begleitermission haben einen Strich. Okay. Okay. Warte mal, wie nennt sich denn da die Truhen auf der Map? Habe ich irgendwo eine blaue in der Nähe? Ja, im Internet haben sie es Nomadkisten genannt, deswegen war ich gerade so etwas irritiert. Hier ist eine. Nomad-Truhe. Interessant. Also. Dann sind die genauso wie die Nomad-Punkte. Und die Nomad-Punkte sind ja auch nicht in der Fortschrittsanzeige drin, oder? Nein, das sind nur die Sync-Punkte. Das heißt, die Missionen sind nicht sinnlos, dass ich die mache. Fühle ich mich ja zumindest besser. Wie schön. So, und jetzt muss ich erstmal hier wieder raus. Gebäude, wo man nur über die Leiter reinkommt. So, hier rüber, hier runter, hier hoch. Bisschen anders hinsetzen und hier hochklettern. Assassin's Creed VR, das wird der nächste Shit. Ja, du! Ich hab dich schon ausgesehen! Du hast nicht gejubelt! Du bist nicht mit dem Herzen dabei! Ich glaube, du bist ein Verräter! Es gibt keinen Platz für Leute wie dich in der Welt! Verfluchter Verräter! Eine Schande, das Verlust deinesgleichen ist mein Ernst! So,
Gnadenstoß. So, liegt am Boden. Wieso stehen die immer so schnell auf? Zumindest sollte schwere Waffe noch relativ ordentlich kontern zu können, obwohl die so stark sind und meine Waffe so schwach. Also du benutzt eine schwere Waffe und schaffst es damit zu kontern? Du etwa nicht. Ich weiß es nicht, wie hoch war der Strich bei Kontern? Kontern ist doch nur ein Knopfdruck, wenn du es richtig machst. Ja, aber vergiss nicht, es gibt nicht umsonst bei diesen Waffen 4 Striche und einer dafür steht für Kontern. Wenn der niedrig ist, ist Kontern scheiße schwer. Keine Ahnung, ich konter, wenn es golden ist. Ja, vielleicht ist es bei schweren Waffen sogar einfacher als bei einem kleinen Schwert, wer weiß. Okay, ich habe einen Kilo. Keine Ahnung, wenn ich das Gelbe sehe, dann drücke ich einfach. Man kann übrigens auch spammen, falls er das bewusst ist. Was? Ja. Ich dachte, dann macht er nur wieder seine blöde Schwertbewegung. Wenn du es richtig timest, dann nicht. Dann spammst du es ja nicht. Auf jeden Fall spamme ich oft genug. Okay, ich habe Gegner getriggert, aber jetzt kämpfen die Gegner gegen die Gegner. Und ich laufe einfach weg. Das nennt man Strategie. Wo genau ist diese Truhe? Ach, unter der Erde. Ja, danke dafür. Und hier ist auch wieder ein Nostradamus. Eine Gruppenmission zu machen? Oder nicht? Was willst du? Coop spielen? Ja, nein. Ja, von mir aus, ist mir wurscht. Okay. Dann bin ich gleich online. Okay. Was werde ich mit Minecraft? Ja. Mit Minecraft. Ja, einer hat schon wieder Job gewechselt. Er hat dieses komische Ding, das man nicht rechtsklicken konnte, benutzt und verkauft jetzt Pfeile. Weil ein paar von diesen komischen Spezialdingern haben ja scheinbar gar keine Funktion. Zumindest kann man kein Menü öffnen. Boah, diese Begleiterquests sind echt easy. Die blauen Quests sind generell total für den Arsch einfach. Und gut bezahlt. Kurz und knackig. Ich hab nicht das Gesetz gebraucht, ich hab nur jemanden umgebracht. Ich find's so witzig. Wenn ich nichts tue, fangen die an, den anzugreifen. Wenn ich was tue, greifen die mich an, weil ich ihn angegriffen habe. Ja, danke. Man darf nicht mithelfen, oder was? Ja, das denke ich mir also. Weißt du, die sind im Kampf mit den anderen. Ich helfe denen. Und ja, dann greifen die mich an, denke ich mir so. Ich hab doch nur euren Typ. Ich hab doch nur eure Arbeit erledigt. Stört euch das etwa? Ihr bewegt euch auf gefährliche Terrain. Ja, scheinbar tut es das. Ja, die stört's ja auch, wenn ich einen Dieb ramme. Mir Angst machen, was? Lebensmüder irre. Halt an, Mescal! Ich. Bremse! Ich kriege dich! Ich hab 58% Pariser Geschichten, denn. Also immerhin mehr als die Hälfte. Ist nicht so, als hätte ich nichts. Zurück, Gesinde! Begleitermission habe ich 91%. Fehlen nur 2 Stück. Du hast die alle gemacht, okay. Ein Objekt von einem festgelegten Ziel stehlen und einen Verbündeten beschützen. Fehlt. Ja, ich meine, es ist nicht so, als wäre es Absicht gewesen, aber... Die Dinger sind gut bezahlt. Ach Mensch.
sind sogar in der Nähe von mir. Ich mach die eine jetzt, während du die abmachst. Aber ich nicht mitzähle, heißt es nicht, dass ich nichts getan habe. Ich habe nicht umsonst 50 Stunden. Und fast 70% gesamt. Wobei mich das jetzt auch gewundert hat, dass da nur noch zwei übrig sind. Hey, wer schießt da? Was zum Teufel? Wer schießt da? Und diese altmodische Wäscherei ist ja echt schrecklich. Oh, die Gerberei? Ach, ich glaube, Gerberei. Die Leute. Die Roten sind auf Blaue gestoßen. Oh, und anscheinend auch auf Grüne. Oh, du lässt alle gegeneinander kämpfen. Na, das spart mir auf jeden Fall Arbeit. So, jetzt muss der Typen hier noch umbringen, damit ich in Ruhe die Truhe öffnen kann. Obwohl mir der Gegner, der bald hier oben ankommt, gerade Angst macht. Deswegen verfehle ich beim Truhen öffnen. So sieht's aus. Bombe raus! Der Typ hat ernsthaft eine Bombe auf mich geschmissen. Granate fliegt! Warte mal, willst du... Ich kann die Truhe einfach öffnen. Der schießt nicht auf mich oder so, der schmeißt nur Granaten. Der ist ja geil. Ich hatte Angst, dass er mich... Au, oh mein Gott, Alter, du bringst mir nicht um. Musst du mal vergessen, ich bring dich um. Aus irgendeinem Grund hat der Gegner keine UI. Deswegen sehe ich gar nicht, wann ich kontern kann. Oh, okay. Egal, ist tot. So. Die Quest mit dem Stehlen habe ich schon erledigt. Jetzt muss ich noch schnell einen Verbündeten beschützen. Und dann bin ich sogar fertig mit dem blauen Quest. Wer hätte das gedacht? Ah, läuft bei dir. Ja, ich habe die am Anfang ganz gern gemacht, weil die halt überall waren und so super schnell erledigt sind. Und gut bezahlt. Du mit deinem gut bezahlt. Und die normalen Quests sind schlecht bezahlt, oder wie? Ach nein, die Stufe 5 Dinger werden auch ganz gut bezahlt. Aber die blauen Quests, muss man halt echt sagen, sind ja super einfach. Ich meine, ernsthaft, ich habe 20 Sekunden gebraucht. Ich musste nur zu dem Typen hinlaufen, E gedrückt halten und dann fertig. Und jetzt muss ich einen Verbündeten beschützen. Das ist noch halbwegs anspruchsvoll. Also den letzten, den ich verteidigen musste, der wurde nur von zwei Leuten angegriffen. Ernsthaft, nur zwei? Quasi okay. One-Hit-Kill im Endeffekt. Okay, mal schauen. So, ich bin jetzt da. Da sind drei Leute sogar. Ja, stimmt, bei mir waren drei Leute, aber einer, der hatte mich nicht gesehen und dadurch habe ich ihn sofort geklinge. Deswegen hatte ich ihn jetzt gerade im Kopf. Soll ich dich dann einladen, oder? Was muss ich da sehen? Ja, mach. Es waren wirklich nur die drei. Uplay. Freunde. Oh, du hast ja ein schönes Bild. Hä? Ach so, ja, ich habe da was geändert. Stimmt, du hast recht. Ja, ich habe immer recht. Ja, jetzt weiß ich auch, woher dieses Wolfsbild war, das ich da eben ewig lang hatte. Das war aus Far Cry Primal. Das habe ich vor Jahren eingestellt. Da hatte ich das Spiel noch nicht einmal. Naja, und inzwischen habe ich es ja durchgespielt. Ach, hast du Primal oder hast du vor, es zu spielen? Was muss ich da sehen, armer Kerl? Hast du Blood Dragon? Das habe ich schon. Das ist doch Nummer 3, oder nicht? Ja, ich habe halt damit angefangen, aber irgendwie ist mir das zu viel gewesen. Sieht irgendwie gar nichts. Naja. Oh, da ist er einfach verschwunden. Also viel dazu. Das ist schon ganz schön Geld. Oh, da bist ja du. Ja, du siehst mich aber schnell. Du mit deinen Federn. Ja, das bleibt da. Du Indianer. Ganz gut, mein Freund. Hier war eine
Hier war ein Luxus, hier war eine der teuersten oder bestbezahlten Nebenquests. Da wollte so ein Typ durch den Zoll. All das ist der Ausgang. Du meinst die Quest, die hier gestanden ist? Ja, kann sein, dass die direkt davor startet, ja. Hast du die auch schon gemacht? Nein, die stand da gerade noch. Ach so, weil der Witz ist, der Typ, der hier raus will, der hat seine wertvollen Sachen anderen Leuten anvertraut, weil er sie nicht rausschmuggeln konnte. Wir klauen das Zeug und bezahlen dann die Wachen damit, damit sie ihn in Ruhe lassen und durchlassen. Und er denkt, wir sind voll großzügig, weil unser Charakter sagt dann irgendwas von wegen, ich bin kürzlich zu einem kleinen Vermögen gekommen. Ja, frisch geklaut, dem Kram, der dir gehört hat. Ach. Übrigens, mein Rang ist Champion. Cooler Rang. Das ist schlecht. Okay. Ich will meine Klingen ausfahren, aber das geht nicht in dem Spiel. Ja, stimmt, voll komisch. So, naja, das war halt die Taste, so, mit der man angreift, also. Man kann die Klinge hier ja nicht mehr ausrüsten, die sind ja normal so. Die erste Coup-Mission, bei der uns noch was fehlt. Das willst du also machen. Dann Thors Opfer. Dann machen wir die jetzt zum letzten Mal. Ja, dann würde ich aber sagen, weiter geht's erst im nächsten Part. Wir werden nicht vergessen und ciao. Tschüss.